Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Super Scribblenauts. Ich habe es wieder nicht verkackt, guck mal da, ich habe aufgepasst. Wir sind in Welt 8 angekommen und ich habe eine ganze Level geschafft. Stolz, oder? Fühle ich gerade. Ich bin stolz, okay? Macht euch nicht über mich lustig, dass ich mich ein bisschen stolz hierbei fühle. Das ist einfach nur gemein. Adjektivlevel, ich kenne Adjektive. Das sind diese Tu-Wörter, oder? Und was ist deine Aufgabe? Hilf Maxwell dem Schmied, den Held zu unterstützen. Gib ihm eine Waffe, um die Monster zu besiegen. Okay. Durandal. Bitteschön. Dandy? Oh, okay, da halt nicht. Wie wär's da mit einem gewaltiges Schwert? Gewaltiges Schwert gefällig, hä? Hast du Bock drauf? Einfach mal so ein ganzes Ding nehmen. Schwert, Langschwert, Säbel. Ja, nehmen wir Langschwert. Oh, yes! Let's go! Mach sie fertig, Alter! Oh mein Gott. Das ist das, wie ich es kenne, Mann. Yes, 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 hau sie kaputt. Easy, gar kein Problem. Das war ja Pillepalle. Das war ja nichts. So, wo kommt die Herausforderung, ne? Komm zurück. Hast du Brötchen mitgebracht, Honey? Hi, Honey. Aufgestiegen? Ist er? Scheinbar jetzt Römer geworden. Scheinbar ist er jetzt Römer. Okay. Orks in C. Verwende Adjektive, um dem Helden eine Waffe zu geben, mit der er sie krank macht. Vergifteter Rapier. So, du wirst jetzt einfach ein ganz böser, ja, ein ganz fieser, gönn dir. So ein bisschen mit Eleganz, gehst du raus. Schwert gegen Axt, gewinn immer. Ja, war ja im Leben gespielt. Ich weiß, wie es läuft. Ich weiß Bescheid. Bruder, der ist gestorben. Warum? Wieso? Das war ein Vergifteter. Hä? Das war ein vergifteter Rapier. Wieso denn? Als ob. Willst du mich flachsen? Willst du mich verkackern oder was? Okay, machen wir nochmal das Gleiche. Gönn dir mal so. Mach's ein bisschen chippy chippy dubi dubi daba daba. Du warst schon das Übliche, Alter. Mach die alle kaputt. Mach sie fertig. Ja, nicht mehr irgendwie Probleme. Und angeblich wird er jetzt schlechter oder was? Vielleicht sollte ich ein vergiftetes, gewaltiges Schwert nehmen? Vielleicht sollte ich ihn viel besser ausrüsten? Ha? Radioaktiv darf ich es nicht machen, weil dann stirbt er wirklich. Ah, virusverseucht, das geht auch. Aber, okay, da ist einer. Eine Waffe zu geben, mit der er sie krank macht. Eine krankmachende Waffe. Gibt es irgendwie eine spezifische Waffe irgendwie? Vergifteter Bogen. Vielleicht ist ein vergifteter Bogen besser? Vergiftete Pistole. Oh, eine Viruspistole. Nein, pass auf. Kann ich eine Viruspistole machen? Viruspistole. Ich will eine Viruspistole. Soll einfach Kreisel, Keime und alles verballern. Let's go. Was für Wapi? Was ist ein Wap? Was? Das ergibt nicht mehr Sinn. Bitte geht sie nach Hause. Holen sie sich was anderes. Ja, vielleicht gewaltiges. Gewaltiges. Vergiftetes Schwert. Machen wir das einfach, ja? Machen wir ein Langschwert wieder. So, damit schaffst du es. So, das große vergiftete Schwert, das packt schon. So, diese C, ja? Ne, er stirbt einfach in Sekunden schneller. What the fuck? Du machst denen gar keinen Schaden. Also Gift zählt überhaupt nicht. Ja, wie soll ich die dann krank machen? Was ist das für ein Adjektiv? Krankmachendes Schwert? Ist das eine Sache? Ist das eine Sache, die existiert? Oh, das ist ein, man kennt sein krankmachendes Schwert. Oh, das ist die Fähigkeit. Es macht krank. Es geht um den Blubber. Es geht um den Blubber, Leute. So. Das, die gehen halt weg wie nichts. Ein krank machen? Das ist ein so holpriges Adjektiv irgendwie. Vergiftet geht nicht, radioaktiv kann ich nicht machen. Gift beschmiert ist wahrscheinlich zu komplex. Also krankmachend, I guess? Ja, angeblich bist du aufgestiegen. Ich sag immer noch Cap. Du bist ganz schön schwach geworden. Richtiger Loser, richtige Lusche. Aber gut, gut, gut. Krankmachende Pistole. Wie ist mit einer Pistole, mein Freund, ne?
Krankmachende Pistole. Pistole? Krankmachende existieren nicht einmal. Cool. Was gibt's hier für Adjektive? Gift, krankmachend, radioaktiv. Was gibt's noch, was irgendwie so einen Effekt hat? Verseucht? Verseuchte Pistole vielleicht? Verseuchte Pistole, ja? Machen wir das. Machen wir das. Verseuchte Pistole. Schießt du einfach irgendwas. Bam, bum, bam. Dann sind die down. Verseucht existiert? Klappt das? Ja, ja, ja. Jetzt ist er auch überhaupt vergiftet? Bei einem Schwert ging's aber nicht, oder was? Ah. Okay. Scheinbar ist er weiter aufgelevelt. Glaube ich dir das? Weiß er nicht. Naja, jetzt hat er volle Rüstung. Das ist jetzt quasi Artorias. Nein, das ist die Berserker-Rüstung. Okay, jetzt wird's richtig hart. Was ist dein Gegner? Enz. Oh, ein Feuerschwert! Gewaltiges Flammenschwert. Baumwächter bestehen aus trockenem Holz. Verwende Adjektiv. Okay, passt auf, passt auf. Gewaltiges. Wo ist es? Gewaltiges. Brennendes Schwert. Yeah. Yeah! Okay, hast du den Säbel. Let's go! Hau sie weg, Mann! Nein, 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 ihr brennt. Ihr geht bitte. Nein, 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 nein. Ihr werdet Zunder. Zunder wie bei Bunda. Ich glaube, der verbrennt, aber nur sehr langsam. Jetzt ist er tot. Yippie! So, wo ist dein nächstes Level up? Hast du was aus dem Wald mitzunehmen? Oh, guck mal, ich habe eine Flöte. Schau mich an, ich bin jetzt Musiker geworden. Das sind meine neue Raum. Oh Gott, er ist ein Templerritter, das ist schlimm. Oh oh. Oh oh. Wer sind jetzt meine Feinde? Ach so, Drachen, dann ist er gut. Dann ist er okay. Verwende Adjektive, um dem Helden eine Waffe gegen einen feuerspeienden Drachen zu geben. Ein Drachentöterschwert. Drachentöterschwert, ja. Ich glaube, verzaubertes Schwert wäre auch eine Idee. Drachentöterschwert. Drachentöterschwert. Kann ich das so machen? Geht das? Da Vinci. Nein, das geht nicht. Drachentötendes Schwert? Ist das eine Sache? Ich meine, es geht um Adjektive. Wahrscheinlich verzaubernd ist eine Sache. Verzaubert. Nee, dran töten, das gibt's nicht. Okay. Dann machen wir verzaubertes, ja? Verzaubertes Schwert. Machen wir das jetzt. Das ist doch das typische Ritterding. Da ist die Magie. Simsalabim, Sabrina. Und dann geht's einfach. Gönn dir. Ist wunderbar verzaubert. Siehst du das? Ist verzaubert, Mann. Das ist verzaubert. Hallo, ist magisch. Junge, das ist magisch. Das ist magisch. Okay, wisst ihr, was ein bisschen doof ist an dem Level? Kannst du ein bisschen weniger rumprobieren? Ja? Weil dann das ganze Level auf einmal dann wiederholen. Also, dass du es wiederholen musst. Dadurch ein bisschen rumprobieren ist schwierig. Das Spiel erwartet nicht direkt, dass du es ja von Anhieb verstehst. Aber ich meine, es wäre besser, wenn du es auf Anhieb verstehen würdest, ja? Also jetzt stell dich mal nicht so an. Gewaltiges Schwert. So, da, bitteschön, Kollege, mach mal hin. Kann ich das irgendwie skippen? Ich kann es nicht skippen, ne? Ja gut, dann müssen wir den Mann zuschauen. Gönn dir. Schnetze die Kleine einfach kaputt, mach. Schaschap, schapapap, schapawa, schabamwa. Das ist kaputt, siehste. Ich nehme irgendwas aus der Höhle mit. Aber was nimmst du damit, hä? Oh, guck mal, ich habe Gold gefunden. Ich bin reich. Jetzt hole ich mir eine komische Römerrüstung. Immer diese Romani, ja. Diese Romanis. Na, na, na. Okay. Da. Können wir ihm natürlich die verseuchte Pistole? Verseuchte Pistole? Damit werden die Orks definitiv sterben. Der Römer mit Gans. Stellt euch vor, Römer hätten Pistolen gehabt. Boah, die hätten dann ganze Welt erobert. Ich sag's euch. Ganze Welt. Das ging ja easy. Jetzt hast du da irgendwas aus der Hütte mit. Was nimmst du da nochmal mit, genau? Ah ja, irgendeine Puppe? Eine Voodoo-Puppe? Ich bin mir sehr unsicher. Und die macht dich scheinbar zum Ritter. Aufgestiegen. Level up. Wir sind ja schon fast hier wie so einer schlechten Isekai-Story. Was ist das hier, hä? Bist du Kirito oder was? So, dann machen wir brennendes. Wo haben wir das? Wo haben wir das gewaltiges brennende Schwert? Und dann sind wir wieder beim Drachen. Und dann muss ich überlegen, was mache ich beim Drachen? Boah, ich bin wirklich überfragt.
Was ist das, was den Drachen am besten verletzt? Das übliche Ding in Sagen und Geschichten ist immer so, irgendeine Magie oder die Fähigkeit eines anderen Drachen ist das, was kaputt macht. Das ist übrigens der Grund, warum der Fairy-Type effektiv gegen Drachen ist, weil der Fairy-Type im Pokémon sehr auf Magie aufbaut, aber nicht aus rein zerstörerischer Magie, sondern einfach ja diese typische Magie. Weil ihr kennt das ganze Ding mit, oh, die gute Fee hat dann Dings verzaubert oder da verzauberte Schwert oder hast du nicht gesehen. Das ist ja das typische Ding, wie Drachen normalerweise dann sterben. In so Stories. Aber hier gerade? Boah, nee, man, gar keinen Plan. Gar keine Ahnung. Feuerspeiender Drache. Als ob diese Information, dass er Feuer speit, feueratmender, roter Drache. Ob diese Information mir weiterhilft. Ich habe hier ein Schwert und alles, was rot ist und das anfasst, stirbt einfach. Boah, einfach nur berühren oder pa, oder bist du tot. Nee, es klappt auch nicht. Irgendwie ein Speer oder so? Um ihn da irgendwie vom Himmel zu holen, gewaltiger Speer. Aber ich glaube, das funktioniert ja auch nicht, ja? Feuerfester Speer? Wir versuchen es mal. Feuerfester gewaltiger Speer. So, oder Lanze halt, Speer, Lanze, was auch immer. Speer, Wurfwaffe, Speer, Sportgericht. Ja. Tragwaffe. Nee, wahrscheinlich die Tragwaffe. Ja, das ist die Lanze. So, ist aber feuerfest, ne? Es klappt nicht. Oder? Doch, es klappt! Was ist das denn für eine Logik? Oh ja, hey, deine Waffe muss ja offensichtlich feuerfest sein. Was denn sonst? Ich meine, okay. Okay, lassen wir gelten, I guess. Hat scheinbar funktioniert, dann... Okay, alles in Ordnung. Oh, er ist der König! Oh, ich bin King. Ich mache dich, Max, wohl zu meinem Vasallen. Hier hast du ganz viel Land. Bitte schön, gönnen Sie sich. Verwende Adjektive, um dem Helden eine Waffe gegen den bösen, dunklen Ritter zu geben. Der böse, dunkle Ritter. Übler, dunkler Ritter. Was machen wir dagegen? Also, ist der Ernst? Das ist jetzt eine gute Frage. Scheiße, ich gebe ihm ein Lichtschwert. Gutes Lichtschwert. Einmal ein Lichtschwert geben. Damit hast du es, König. Pass auf, ich werde sowas von wieder reinkacken und dann dürfen wir alles nochmal machen. Ja, machen wir ein gutes Langschwert. Es ist ein gutes Langschwert. Ein heiliges gutes Langschwert, das zählt, oder? Komm schon! Wir nehmen wirklich letztes... Das war wohl das falsche Adjektiv. Okay, wenn du das sagst, Spiel. Ja, ist okay, Spiel. Wenn du das sagst, es falsch ist, dann muss es wohl falsch sein. Nicht göttliches, heiliges Schwert. Ich hätte dich das machen sollen. Naja, so schnell werden wir das erstmal nicht herausfinden. Gönn dir erstmal da, dies, das, Ananas. Wir werden schon sehen, Mann. Einfach ein heiliges Bandschwert. Heiliges Schwert könnte ich auch machen. Ich habe einfach nur Gutes gesagt. Aber da war schon so ein Heiligenschein drum. Also weiß ich nicht. Aber ich hätte... Ja, to be fair, ich hätte Heiliges sagen können. Bist du mal schneller hier? Ich habe das Gefühl, ich habe Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, wir haben das schon ganz schön oft gemacht. Gönn ihm einfach die Pistole. Und dann als sein B-Special hat er eine Gun. Pistole. Wo ist sie? Da ist die verseuchte Pistole. Schaut ihn euch an. Ork-Töter-Seite 97, ne? Der hört einfach nicht auf, ja? Der hört einfach nicht auf. Der denkt so, wer mein Königreich, was soll nicht existiert? Würdet ihr ein Königreich von dem König überhaupt einziehen? Seid ehrlich. Sollte mal wieder eine Crusader-Kings-Kampagne oder sowas in der Art spielen, ja? Wundert mich, dass da noch niemand was requestet hat in so einer kleinen Storyline. Oh, Fuli, wie war's, wenn du, keine Ahnung, das Königreich der Normandie aufbaust, den Crusader Kings? Das fände ich voll cool. Mach daraus mal ein kleines Let's Play. Hat ja niemand requestet bisher. Baumwächter, Feuerfestiger, nee. Gewaltiges brennendes Schwert, Wir sind fast wieder soweit. Ich sehe gerade, wir sind schon einen halben Part hier. Alter. Ich hänge immer wieder mal in... Es gibt immer dieses eine Level, was es irgendwie schafft, den Part zu dominieren, ha? Irgendwie kriegt es das hin. Ich weiß auch nicht. Wie passiert das? Oh, Flöte!
Aber warum die Flöte? Sind das Hinweise, wie ich die hätte alternativ besiegen können? Ich glaube nicht, oder? Absolut nicht. Nimmt irgendwie... Es ist irgendeine Story. Es ist irgendeine Story, die ihr referenced wird. Oder mehrere. Das kann auch sein, ja? Feuerfester, gewaltiger Speer. Nimm diese gewaltige Lanze in deine Hand und mach Drachen kaputt. Hol einfach Sonic. Sonic der Hedgehog. Sonic macht das. Keine Sorge. Jelly Dogs. Sonic in den Comics hat tatsächlich irgendwie da Drachen gesehen und so. Das ist eine Sache, die wirklich vorkommt. Das ist eine echte Sache. Nicht in den IDW-Comics, glaube ich, bisher, sondern eher in den Archie-Comics, also dem Verlag davor. Der amerikanische Verlag, nicht der britische. Der sogar mal Ausgaben bei uns in Deutschen hatten. Fleetway Sonic war bei uns mal irgendwann. Für ein paar Ausgaben und ging nicht weiter. So, dunkler, böser Ritter, ja? Wie wär's mit, Heilige Klinge. So ein bisschen Zelda-mäßig, ja? Die Heilige Klinge. King? Klingel? Okay. Heiliges Schwert. Besser. Bist du jetzt zufrieden? Hm? Da? Heilig? Bist du glücklich? Ja, ich glaube, das ist... Das war's. Es war heilig. Mama mia. Gib mir den Star Ride. Oh, er bringt den Star Ride zurück. Let's go, King. Das ist nur mein Star Ride, King. Er hat mich belohnt, weil ich der Schmied war, der ihm zum Großen verholfen hat. Ich habe dich zu dem gemacht, was du bist. Ich habe den Jungen großgezogen, Leute. Ich weiß, es ist ein bisschen sad, Tschüss zu sagen, aber ich muss irgendwann Tschüss sagen. Es tut mir leid. Irgendwann kommt einfach der Abschied. So, jetzt sind wir in Level 3. Warte mal, das war das erste Level für heute. Leck mich am Besen. Katze, nochmal Katze. Katze, da Katze. Das große Tag, Katze. Erzeuge Katze mit Adjektiven in den leeren Feldern. Jede Katze muss Ähnlichkeit mit ihrem Nachbarn haben. Jede Katze muss Ähnlichkeit mit ihrem Nachbarn haben. Wir sind einfach mit gelber Katze. Gelbe Katze, gelbe Katze. Nein? Okay. Raubkatze. Ein schwarzer Löwe geht auch, ne? Rabauke? Na, okay. Pass auf. Brauche ich Adjektive. Dann machen wir aber den schwarzen Löwen. Der legendäre schwarze Löwe. Er ist so selten. Bitte, such den nicht, ja. Er ist ein liebes Tier. Lass die bitte in Frieden. Löwe Raubtier? Ja. Das sehen. Miau, genau. Und da haben wir... Bist du grau? Kätzchen. Und da haben wir Katze. Kätzchen, Katze. Was ist denn dazwischen? Was passt denn da am besten? Graue Katze oder so? Keine Ahnung. Graue Katze? Machen wir eine graue Katze. Grau. Ich sollte aufhören, immer abends hier aufzunehmen. Wirklich immer so müde. So, graue Katze, nimm den Starride-Kollege. Klunge, nimm jetzt den Starride. Yeah, wir können die Welt noch schaffen, Leute. Keine Sorge. Der Filler, der macht das. Ich hab das gleich alles unter Kontrolle. Wir flitzen dadurch wie nichts. Ich rush ja auch nicht. Ich mache immer meine Ideen, mach dies, das. Bisschen Blödsinn. Erschaffe mit dem Erstellomat ein Sonnensystem wie unseres. Aber wie wär's mit einer Supernova? Ich möchte eine Supernova haben. Supernova. Wuhu! Eine ganze Supernova. Cool. Der neue Supernova. Schwarzes Loch. Dann geht das bitte. Schwarzes Loch bitte. Das wäre so cool, Mann. Boah, ey, war ganz schwarzes Loch da drin. Machen wir das da? Nein? Hui! Naja, okay. Schwarze Loch ist ein bisschen krass, I guess. Okay. Dann machen wir Uranus. Den Uranus, der gute alte Uranus. Er kennt ihn. Ja, Planet erfolgreich hinzugefügt. Dann machen wir den guten, die gute Venus. Oh, Venus-Göttin vielleicht. Aber die Venus-Göttin reinpacken. Nein? So, Planet. Achso, es gibt einen Planet. Dann brauche ich halt ein roter Riese. Nein. Dann die Sonne.
Schade, leider hat die Supernova nicht gezählt. Dann Sonne, da hast du, bitteschön, bist du glücklich. Stern erfolgreich hinzugefügt. Dann machen wir Monde, I guess. Mond. Und dann Asteroid oder so, oder Meteorit. Ja, yeah. Und dann einen Asteroiden. Perfekt. Wunderbar. Bada boom, bada bang, ganzes Sternsystem. Shabang. Easy. Gar kein Ding. Gib mir mein Starrite. Ja. Ich, Forscher Maxwell, hab mal meinen eigenen künstlichen Starrite erschaffen. Easy. Ich bin so stolz auf dich, Maxwell. Du bist so gut. Du bist so krass. Woher weißt du so viele Dinge? Level 5 schon. Oh nein, schon wieder ein Drache. Muss ich den Drachen zum Lachen bringen, um die Prinzessin zu befreien? Und dann wird der Drache golden? Nein, schade. Das wäre cool. Was ist das denn da? Ganz viel Zeug. Ich darf den Drachen nicht wecken, nehme ich an? Oh oh. Oh oh. Rette die Prinzessin, aber wecke den Drachen nicht auf. Okay. Oh, warte mal. Pass auf. Generalschlüssel. Komm schon, das geht, oder? Generalschlüssel. Bruder Generalschlüssel. Nicht G-String. Ich wollte nur einen Schlüssel machen. Mann. So. Okay. Ups. Einmal einen Schritt gegangen. Upsi, scheiße. Okay, wisst ihr was? Es ist einfach Zeit für Teleporter. So, wir machen einen Teleporter, ja? Wir machen einen Teleporter hier hin. So, dann mache ich nochmal einen Teleporter. Passt auf, lasst mich kochen. Lasst mich kochen, Leute. Direkt hier beim Schlüssel. Und dann betrete ich den Teleporter. Gehe einfach darüber. Teleport 1. Das ist nicht das, was ich wollte. Okay. Was passiert da? Kann ich zurück? Und ich bin wieder normal in dem Level. Okay. Kein Teleporter, Cheese. Dann halt nicht. Ich meine, ich kann einfach wieder, ich kann fliegende Schuhe machen. Die gut, nein, pass auf. Fliegende Mütze, das ist das Ding. Eine fliegende Mütze möchte ich. Wie Super Mario. Und dann brauche ich einen Unsichtbarkeitsschnauzbart. Boah, einfach ein Schnauzbart. Einfach nur passend. Fliegende Mütze. Und passt auf. Jetzt machen wir einen Schnauzbart. Schöner Schnauzer. Schnauzbart. Genau wie der gute alte Fully. Das bin einfach ich. Ich habe mich selbst erstellt. Hallo, das bin ich. Ich bin der fliegende Schnauzbarten, Junge. Und dann machen wir, Unsichtbarkeitsjacke. Pass auf. Unsichtbare Unsichtbarkeitsjacke, ja? Unsichtbare Unsichtbarkeitsjacke. Und damit werden wir das einfach lösen. Da gehe ich einfach hin. Da, 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 da. Und alles ist easy. Alles ist cool. Schau mich an. Hui. Ups. Man kann das Ding berühren. Nicht dein Ernstspiel, oder? Alter. Ich habe alles hier gemacht, ja. Ich habe einfach alles getan. Alles. Einfach alles. Sogar den Schnauzbart habe ich erstellt. Machen wir es einfach normal. Oh ja, wer ist denn dieser gut aussehende Maxwell da, hä? Dann haben wir eine fliegende Mütze noch. So, da haben wir es. Passen wir einfach auf. Ja. Nein, 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 nein. Gott. Scheiße, ist das hakelig. So, Drache schläft. Weil immer diese verdammten Lampen. Lampe! Sag ich nicht. So, da habe ich. Habe den Schlüssel. Okay. Ich bin ein Geist.
Ich bin gar nicht Maxwell. Nein! Er ist nicht wach. Na, was? Er ist wach geworden! No! Willst du mich verarschen? Oh Gott! Okay, I guess, man. Dann, keine Ahnung. Will das Ding einfach abmachen? Nein? Dann machen wir das Ganze halt nochmal. Machen wir fliegende Mütze. Ich glaube, den Rest brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Ich werde eigentlich alles andere sehr viel witziger. Aber gut, dann fliegen wir einfach hier ein bisschen durch. Ich frage mich, ob ich irgendwie mit irgendeiner Form tatsächlich ein bisschen teleportieren kann, ja? So. Einfach nur Geschicklichkeit hier gerade. Es ist nur Geschicklichkeit. Oh Gott. Was, so wie ich das gerade spiele, ein bisschen schwieriger macht, glaube ich, als es eigentlich ist. Es ist gar nicht so schwer. War nur einen kleinen Schritt. Ach. Da. Das war ein... Es ist... Ich meine... Meinst du so, boom, einfach voll rein. Let's go. Ah, ich krieg das hin. Gib mir eine Sekunde, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. So, fliegende Mütze. Die 100.000ste. Let's go. Ach, fick dich doch ins Knie. Wisst ihr was, wir machen ein anderes Level. Nochmal will ich da nicht hin. Das war das, ne? Das hat auch kein Freischaltding für was anderes. Machen wir erstmal Level 6 und machen wir die anderen Leute happy. Ja, und dann kommen wir im Endeffekt da zurück. Ja, da haben wir es. Oh, ein fliegender, bebrillter Geisterpirat. Okay. Ne, warte mal, du bist eine Schwimmerin, ne? Rettungsschwimmer. Wie wär's mit... Okay, ich nehme einen Schwimmreif. Machen wir Schwimmreif, ja? Na, was? Nein, Schwimmreif. Bist du dumm? Was war das gerade? Ich will nur einen Schwimmreif haben. Meinst du das hier? Nein, ich bin Schwimmreif. Schwimmring. Ja, okay, dann Schwimmring halt. So, ich habe den Schwimmring. Dann habe ich da, Piratenhut. Machen wir einen Piratenhut. Let's go. Der typische, wie nennt man das? Tridenthut oder so? Ich weiß auch nicht. Arr, ich bin nirgends der Pirat. Da machen wir. Was kann man bei Enten machen? Du bist eine Ente. Ente. Vielleicht machen wir lieber Brot. Pass auf, Brot. Ich gebe Brot für die Ente. Dann packe ich hier eine Schwimmbrille auf. So, das geht doch bestimmt, ne? Schwimmbrille. 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 Ein paar Schwimmbrillen. So, das ist auf jeden Fall drin. Dann geht der Hut aber nicht. Jetzt mit einem Holzbein dann. Holzbein? Holzbein, komm schon. Ja, Holzbein so ein bisschen, das kann man auch machen oder so. Na. Und jetzt habe ich das Ding wieder nicht. Ah, dein Ernst? Aufsammeln. Fuck. Ja, wie mache ich das? Flügel vielleicht? Ja, vielleicht einfach nur ganz normale Flügel tragen. Keine Ahnung, irgendwie Tierkörperteil als Flügel aber. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und dann Unsichtbarkeitsjacke. Wichtig, weil Geister brauchen immer Unsichtbarkeitszeug. Unsichtbarkeitsjacke, ja. Unsichtbarkeitsjacke. Mal schauen. Mal schauen, wen ich damit zufriedenstellen kann. Bestimmt kann ich den einen oder anderen damit zufriedenstellen. So, nein, nichts entfernen. Das Ding da aktivieren. Interagieren. Bip, bu, bu, ba. Na, was sagt ihr jetzt, ha? Bin ich cool oder was? Pirat ist cool damit. Ente ist cool damit. Ich brauche nur noch irgendwie... Irgendwas für Dingens. Warte mal, ich habe ja das Brot in der Hand. Sekunde. Da war ja was. Warte. Nein, nicht werfen. Gib mir das Ding und das Ding in die Hand. Und dann schauen wir nochmal. Warte mal, worüber war... War die Ente über das Brot glücklich? Oder über das Fliegen? Worüber war der Pirat glücklich? Über das eine Ding, ne? Geist, Unsichtbarkeit, Brot. Wir schauen mal, wie die hier drauf reagieren. Wir gucken mal, wir haben Holzbein. Wow, das ist cool.
Und Schwimmer ist cool damit? Pirat? Geist? Ente nicht. Natürlich ist die Ente nicht glücklich. Ich bin eine Ente, ich will nicht. Zeige etwas, was angefallen würde, ja. Kann ich vielleicht... Kann ich ne... Ne, eine Augenklappe kann ich nicht tragen, ne? Schwimmreifen in die Hand. Nein. Gönn dir das in die Hand. Kann ich irgendwie... Badeanzug tragen? Badeanzug? Ja, Unsichtbarkeit oder so? Weiß ich, vielleicht darf ich das tragen? Ne, kann ich nicht tragen. Und dann kann ich die Unsichtbarkeitsjacke nicht mehr tragen, ne? Das ist eine Tortur gerade. Mama mia, Maria und Josef. Mach mal die Flügel weg. Ich will nur die Flügel eigentlich weg haben. Ich will eigentlich nur die Flügel weg haben. Ich wollte die Flügel weg haben. Dankeschön. Alles andere ist ja coolio. Nein, nichts entfernen. Ich will, dass du das hier hast. So, Brot, Unsichtbarkeit, Piraterie. Irgendwas, was Schwimmen noch verkörpert. Was verkörpert Schwimmen? Wie kriege ich in das Bild noch was rein? Schwimmrucksack für einen Schwimmreifenrucksack oder so wäre cool. Aber sowas kann ich nicht machen, ne? Nee. Eine Schwimmbrille will die auch nicht. Säbel vielleicht, aber dann habe ich nichts für die Ente, ne? Eine Augenklappe eventuell? Ne, das geht ja auch nicht. Wie wär's mit einer Schwimmhaube? Oh, warte mal. Schwimmhaube? Und dann machen wir eine Augenklappe. Pass auf, das krieg ich hin. Schwimmhilfe, Schwimmhaube. Da, Schwimmhaube. Was? Nein. Stand da dann scheinbar nicht. Schutzhaube. Oh. Ich hab nur die Haube gelesen. Dann Schwimmkappe oder so? Schwimmkappe? Schwimmkappe? Schwimmkappe. Komm schon, ein bisschen Schwimmkappe. Scheitelkappe, Schildknappe, Schuhkappe. Nee. Das funktioniert alles nicht. Vielleicht irgendwas anderes für die Ente? Kann ich vielleicht einen Entenschnabel haben? Passt auf. Entenschnabel? Geht das eventuell? Wieso? Schnatter, Schnatter. Nee? Ein Schnabel generell? Geht das? Ja! Aber der nimmt ja nur die Hand! Oh nein! Das ist nicht das, was ich machen möchte. Fuck. Das ist alles schwierig. Vor allem wegen der Unsichtbarkeit, ne? Wie wäre es, wenn ich einen Gegenstand einfach nur unsichtbar mache? Vielleicht ist das besser. Okay, pass mal auf. Wir entfernen mal alles. Wir machen alles mal clean hier, ja? Alles neu und clean und frisch und anders und neu und clean. Und, ich mach mal... Okay, passt auf. Unsichtbare Schwimmbrille. Machen wir das so. Unsichtbare Schwimmbrille. So, das ist doch bestimmt. Das sieht doch bestimmt, oder? Die ist unsichtbar, aber da ist eine Schwimmbrille. Dann machen wir Piratenhut nochmal. Ich weiß, ich hatte ihn behalten können, aber ich wollte irgendwie frisch anfangen, ja. Piratenhut. Gönn dir, Mr. Max. Okay, du kannst das nicht so tragen. Stimmt, da war ja was. Fuck. Piratenanzug. Piratenanzug oder so. Geht das? Bitte? Piratenhut, nee. Papagei! Kann ich Papagei haben? Papagei. Na? Na? Und was mache ich mit Brot? Das zählt für den Vogel. Das zählt für den Vogel. Bestimmt für die Ente. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Schwimmerin? Yay. Pirat, yay. Geist, yay. Ente, nein. Ah, fuck. Und wie machen wir das jetzt? So, was sagen mir die Tipperinos hier? Trage etwas, das Enten beim Fliegen hilft. Flügel? Was? Wirklich?
Hä? Aber... Engelsflüge zählen nicht, ne? Oder? Oder sagt er, doch, doch, du fliegst. Als ob das zählt. Es war so simpel. Okay, I guess. Okay. Na gut. Jetzt sehen wir weiter. Boah, 62.000 Punkte. Schaut sie euch an. So viel schon gesammelt. Ich, der gute Maxwell. 51% habe ich schon. Scheinbar an Verdiensten. Was auch immer genau das heißt. Hm. Wir haben auch noch Level 7 und 8. So, machen wir erstmal 7. Und dann gucken wir mal, dass wir 8 noch hinbekommen, ja? Und dann haben wir das eine übrig wieder. Oh mein Gott. Platziere Menschen mit Adjektiven im ersten leeren Feld. Platziere Kleidung im zweiten leeren Feld jeder Zeile. Okay. Mensch mit Adjektiv und dann Kleidung. Böser Mann. Ein böser, böser, böser Mann. So. Packen wir da böser Mann rein. Ja. Das zählt nicht? Ah ne, ich muss die ganze Reihe machen, ne? Haben wir Mann und Anzug, Polizeianzug und Dingens, ja. Häftlingskostüm, Häftlingskleidung? Häftlingskleidung? Kleidung für Häftlinge? Gestreift? Bist du böse? Hamig. Leck mich doch. Was für Hamig? Was willst du von mir? Gefangener. Gefangenenkleidung. Moment, das ist Gefangenenkleidung? Gefangenenkleidung. Gefangenenkleidung? Ein Wort? Zwei Wörter? Drei Wörter? Vier Wörter? Nein, das nicht. Machen wir das als ein Wort. Gefängniskleidung. Die gibt's ja wirklich. Machen wir sie. Setze nun einen Menschen mit Adjektiven in das erste leere Feld und Bekleidungsobjekt in das zweite Feld, um eine Mumie zu machen. Dann machen wir einfach, machen wir Frau. Nein, wir machen Pharaonen. Pharaonen. So. Paraffin. Paladin. Parasit. Was ist eine Paraffin? Was ist das? Ich wollte einen Pharao machen. Ja, okay, dann machen wir Pharao. Pharao. Und da und dann Toilettenpapier. So, Toilettenpapier. Er sollte doch zählen, komm schon. Komm schon. Nein? Nein? Okay. Dann Mumienkostüm, I guess. Mumienkostüm. Da. Perfekt. So, jetzt. Mart? Ja, Mart. Mart möchte ich haben. Nein! Zu dumm? Oh, Mumie. Mumienkleidung. Warum funktioniert mit Kostüm gar nichts? Hier funktioniert es auch nicht. Bandagen? Bandagen. Bandage. Lass mir ein paar Bandagen. Nein. Bandagenanzug. Bandagenanzug? Ah? Ah? Das ist ein Bienenanzug. Du bist dann mit Mumienanzug. Mumienanzug, komm schon, komm schon. Mumienanzug, hä? Na, Matrosenanzug? Nein! Was willst du mit deinem Matrosen immer? Ein Mensch mit Adjektiv. Ah ja. War ein Mensch noch mit Adjektiv, da war ja was. Wie ist es mit ägyptischer Mensch? Ägyptische Frau. Geht das? Oder gibt's ägyptisch nicht? Es gibt ägyptisch nicht. Schade. Toter Mann. Einmal ein toter Mann. Einmal wir das, ja? So, da haben wir einen toter Mann. Der ist tot. Und vielleicht kann ich dann Bandagen machen. Pass auf, Bandage. Das zählt.
Es war der Mensch, der Fehler war. Wie immer. Es war der Mensch, der falsch lag. Nicht alles andere. Es ist so tief. Da bekommen gleich die Tränen. Vor Deepness. Okay, was haben wir jetzt hier? Schuhladen. Oh mein Gott, das ist ein arschlanges Level, ha? Huh? Da sind viele Etappen. Ich habe echt nicht die Zeit gerade dafür, Mann. Kleine Maxima für das Ausbildungscamp ein. Okay. Militär Outfit. Na? Militärkleidung. Machen wir Militärkleidung. Komm schon. Ich meine, mit seinem Mann. Oh, mit dem Mann. Nein, wie kommst du überhaupt da? Wie kommst du überhaupt auf die Scheiße? Militär. Nein. Dann, Camouflage? Geht das? Camouflage. Anzug. Geht das? Uniform? Nee. Wäre einfach Militäruniform oder so? Militäruniform. Geht das jetzt besser? Es funktioniert. Es. Adet Maxwell. Adet Maxwell meldet sich zum Dienst. Ja, ich bin eingekleidet. Mehr? Was brauche ich denn dann noch? Hä, was brauche ich noch? Ich gebe dir einfach Gewehr. Ganze Gewehr. Gönn dir vollautomatische. Nee, das hat nichts geändert. Dann entfernen wir das wieder. Dann, Stiefel? Feste Stiefel oder so noch? Weiß ich nicht. Ja, feste Stiefel scheinbar. Das geht. Meine Stiefel sind verschwunden. Tränengas-Training. Schütze Maxwell. Gasmaske. Easy, oder? Gönn dir. Ja, das ist gar kein Problem. Schießplatz, zerstöre das Ziel. Okay, ist doch nicht so schlimm. Ist super cool. Doch, wir machen Gewehr. Oh, Präzisionsgewehr einfach. Das wäre so cool. Gewehr, aber einfach nur. Machen wir normale Gewehr. Ich meine, Sniper-Rifle werde ich wohl nicht bekommen. Schießen. Badababada. Greife das zweite Ziel mit Nahkampfwaffen an. Dann machen wir Messer. Dann gehen wir den guten. Ja, Messerwaffe. So. Pass auf. Kann ich irgendwie? Mit einer Nahkampfwaffe. Alter. Angreifen. Yeah. Zerstöre das letzte Ziel mit geworfenen oder abgefeuerten Waffen. Aber verletze dabei nicht den Trainingsdummy. Okay. Dann machen wir Präzisionsgewehr. Präzisionsgewehr. Und dann snipern wir. Dann heißt es so. Oh nein, nicht den Dummy. Paaranlage, Paarhufer, oh, leck mich doch am Arsch. Dann nehme ich einfach normale Gewehr. Tut mir leid. So, Dummy darf ich nicht verletzen. Moment, ich darf fliegen, oder? Dann gönnen wir doch mal Maxwell einen fliegenden Bart. Fliegender Bart. Einfach um ein bisschen damit zu fliegen, ja? Ein fliegender Vollbart, Mann. Gönn dir Maxwell. Und dann schießen. Boom. Würdest du, Bruder Maxwell, stößt sie mit einer geworfenen oder abgefeuerten Waffe? Ach, ich muss dann wirklich das Teil werfen. Abgefeuert. Wild. Das heißt, das bringt mir ja gar nichts. Dann nehme ich das Messer. Maxwell, Messer! Angreifen? Nein, ich will werfen. Okay, dann machen wir einfach einen Wurfspeer, ja? Wie damals im guten alten Fire Emblem. Wurfwaffe. Wurfspeer! Nein! Alter.
Ich klick drauf, by the way. Aber... Du hast nur das. Warum geht das mit dem Werfen nicht? Hä? Weil ich fliege? Kann ich deswegen nicht werfen? Das reagiert auch super. Ich spam-klicke gerade. Nichts passiert. Ich kann damit nicht interagieren. Es ist ein Wurfspeer. Ich habe einen Wurfspeer. Und der Wurfspeer kann nicht geworfen werden, oder was? Willst du mich verkackeiern? Willst du mich komplett verarschen, Spiel? Oh ja, das kannst du nicht werfen. Nein, entfernen. Na, 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 na. Entfernen wir dann auch dein Bad. Ich kann so viel Zeug werfen, ja. Wie ist mit einer Granate? Oh Gott, damit gehe ich Game Over, oder? Ich gehe damit so hart Game Over. Granate, Geschoss. Handgranate. Ah ja. Nicht getroffen, aber. Aber das zählt. Granate. Nehmen wir dann das Geschoss, I guess. Granate, Geschoss. Ah, zählt auch. Werfen. Getroffen. Oh oh, oh oh. Nein, nein. Easy. Easy save. Easy save. Fahr den Panzer an die Frontlinie. Let's go! Attacke! Bada boom, bada bang! Angreifen! Ich will nur. Ich muss das hier wegmachen. Attacke! Mach kaputt! Maxwell, zerstöre! Wir kommen hier voran. Ich habe die Mine gesehen, aber ich wusste nicht, dass sie ein Problem mit einem fucking Panzer wäre. Alles nochmal. Ach. Scheiße. Das ist übrigens eine Sache, die finde ich ein bisschen doof, ja. Also die ist ja nicht richtig schlimm oder so, ja. Aber das ist halt so ein bisschen blöd. Weil... Du bist halt... Du machst halt das ganze Ding und dann du hast schon deine Lösungen. Und dann verkackst du an der einen einzigen Stelle und dann musst du alles nochmal machen, ja. Das ist halt alles, was ist. Du musst halt alles nochmal genauso wie vorher machen, weil alles andere ist halt nicht cool. Ich habe die zu früh scheinbar geholt. Da hast du sie, bitteschön, gönn dir Maxwell. So, weil er nicht sterben, ist okay. So, dann schießen wir das Shield ab, einmal ganz kurz, ja. Gönnen wir uns, da. Nee, Moment, pass auf. Wir nennen uns den... Wo ist das Gewehr? Wo ist das Gewehr? Das Gewehr. Gewehr hast du hier, bitteschön. Mach mal da, zack. Dann schießen wir eine Runde. Bada boom, bada bang. So, schön getroffen, toll. Dann nehmen wir uns wieder Messer einfach in die Hand. Messer, Schmesser, besser. Und dann machen wir gleich einen fliegenden Panzer draus oder so. Keine Ahnung, irgendwas, wo er schwebt. Fallen einfach an die Frontlinie. Aber mehr sagen wir dir nicht. Oh, guck mal da, du könntest sterben. Ui, 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 ui. Machen wir da eine Granate. Wo haben wir die Granate? Da haben wir die Granate. Jetzt muss ich nur noch perfekt treffen. Okay. Werfen. Sehr schön. Nicht so weit weg. Junge. Junge, was, also, komm schon. Alter, ich bin... Come on! Was soll das denn jetzt? Wie, du hast den Panzer zerstört mit einer Granate einfach so. Ach, Moment. Das ist zu früh. Willst du mich verarschen? Oh ja, siehst du das? Einfach mal eine Granate draufwerfen. Die ist doch easy. Ja, scheinbar normal ist. Wo haben wir Gasmaske? Gasmaske! Gasmaske, Gasmaske. Da ist die Gasmaske. So, Maxwell, nicht ersticken, bitte. Dann nehmen wir da wieder das Gewehr. Gewehr, Schmewehr, Bewehr. So. Macht da kaputt. Sehr schön. Dann nehmen wir uns wieder das Messer mit. Messer weiß es einfach besser. Die Waffe, zack, zack, zack. Gehen wir hin. Erwischen dich, angreifen. Bada boom, bada bang, bada boing. So, gehen wir hier hin. Und wisst ihr was? Ich nehme jetzt einen fucking Stein.
Ja, ich nehme keine Granaten mehr. Leck mich. Stein, Stein, Fels. Wurfstein. Das funktioniert nicht einmal. Cool. Die Granate war wahrscheinlich schon sehr richtig. Cool, yo. So, Geschoss. By the way, ihr solltet das mal wegwerfen. Nein, noch nicht. So. Wegwerfen, danke. Eieieiei. So, dann machen wir Flügel. Flügel für den Panzer. Gewaltige Flügel. Nehmen wir mal Mini-Flügel. Flügel, Engel. So, die packe ich an den Panzer dran. Kann ich damit fliegen? Ich kann damit nicht fliegen. Keine Ahnung. Flugantrieb? Flugantrieb. Geht das? Ist das okay? Flugente? Flugsaurier? Nein. Nein, 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 nein. Pass auf, okay. Da ist... Nee, das ist nicht der Starride. Ich muss nach da irgendwie mit dem Panzer. Wir sind nicht einfach einen Fels nehme. Ich lasse jemanden einfach da drauf fallen. Ein Fels. Ein Brocken. Ist ein Brocken. Der fällt einfach hier runter. Also das aber ist jetzt nichts, oder was? Dann nehme ich ein Auto. Ich nehme ein ganz anderes Auto und das explodiert jetzt einfach. Pass auf. Ja. Okay. Sind wir da mal safe. Angreifen. Angreifen. Angreifen und dann fahren wir einfach rüber. Die Opfer des kleinen Mannes sind mir doch egal. Und ich hab's geschafft. So, cool. Coolio. Aufsammeln. Ich will das Dings haben. Maxwell, geh doch raus. Gönn ihn doch. Oh Gott. Da haben wir eigentlich essentiell, ja, Welt 8 abgeschlossen. Ich muss nur nochmal super krass durchschleichen und dann haben wir das. Dann haben wir das. Noch einmal das Schlüsselding und dann ist easy. So, das kriege ich jetzt hin. Passt auf. Kein Thema. Und dann haben wir nur noch zwei Welten. Eher vier Welten, weil wir haben die Special-Welten offen. Aber sonst, ne? Echt nicht mehr so viel. Fliegende Handschuhe. So, nein, 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 nein. Fliegende Handschuhe, da. Okay. Okay, 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 das ist perfekt, oder? So, jetzt habe ich mal eine Sache. Wie kann ich das umstellen? Hier rüber? Ja. Okay. Ich kann fliegen, indem ich einfach Knopfdrücke mache. Und das machen wir jetzt. Fliege jetzt per Knopfdruck. Und damit bin ich jetzt nicht so präzise, wie ich es mir gewünscht hätte. Junge. Junge. Es ist halt so hakelig auch, ne? Oh, Fuddy, es gibt ganz andere Wege, wie du das machen kannst. Ja, bestimmt, aber mir fällt echt gar nicht... Außer hinzufliegen und dann leise wegzufliegen oder so, fällt mir halt legitim auch nichts ein. Hier habe ich jetzt das Problem, dass ich kameratechnisch nicht viel sehe. Ja, das ist jetzt ein Nachteil, darüber nicht Touchscreen zu sein. Oh Gott, ich sehe nämlich jetzt sehr viel weniger. Oh Gott. Ich habe ihn... Ich mag das Level hier nicht. Das Spiel ist echt nicht am besten mit Geschicklichkeit. Ich will ehrlich sein. Geschicklichkeit ist nicht das, was das Spiel am absolut besten kann. Nee, 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 nee. Es funktioniert nur schlimmer. Es funktioniert nur schlimmer. Es ist nicht mehr besser mit Tasten, ja? Einfach, weil ich dann nichts mehr sehe. Zumindest ich nicht weiß, wie ich die Kamera drehen kann. Kann ich die Kamera irgendwie erweitern? Nö, ich sehe nichts. Nee, das macht es halt, wie gesagt, wirklich nur schlimmer. Hier habe ich nämlich wenigstens den Blick auf die Kamera. Und das hilft halt immens, wenn ich sehe, was vor mir ist. Und ich meinen Ausschnitt ein bisschen besser beurteilen kann, ja? Ach, fick dich doch ins Knie. Oh, der Drache ist aufgewacht. Warum wacht der überhaupt von allem auf? Was ist das denn? Schlimmster Schlaf aller Zeiten. Kann ich vielleicht, Moment. Verkleinerungsstrahl. Kann ich einen Verkleinerungsstrahl machen? Passt auf. Verkleinerungsstrahl. Kann ich mir irgendwie kleiner machen? Vagabund. Nichts mit Vagabund. Verkleinerungspistole oder so dann. Von mir aus. So, bist du jetzt zufrieden? Verkleinerungspistole.
Pistole. Schrumpfpistole. Mein Gott, ein Schrumpfpistole. Du mit deinem Vagabund, ey. Ah, Schrumpfpistole, komm schon. Vagabund. Ja, Sprühpistole. Nicht Sprühpistole. Schrumpfstrahl. Da machen wir Schrumpfstrahl draus. Ich erinnere mich doch gar nicht mehr genau daran, wie das ging. Schrumpfstrahl? Schrumpfstrahl. Danke. So, jetzt ist so die Sache. Wie schieße ich damit? Aggressiver Mann, passt auf. Ich habe eine Idee. Aggressiver Mann. Und dem gebe ich den Strahl in die Hand. Mann. Entfernen. Kann ich dem Mann nicht sagen? Nimm die Pistole und schieß auf mich. Nein? Nein? Ich will nur klein werden. Entferne ich dich? Du musst sauer sein, ja? Böser Mann. Machen wir böser Mann. Böser Mann, dann gebe ich ihm die Kanone in die Hand und dann hoffentlich schießt er damit. So. Nein, warte. Schieß. Schieß auf mich. Warum werde ich nicht kleiner? Maxwell kann nicht kleiner werden, ha? Cool. Moment. Moment. Ihr könnt nicht sagen, ich habe nichts anderes versucht. Das ist doch einfach nur dämlich. Wie kam ich da überhaupt vorhin durch? Alter! Mann, ist das... Das Spiel ist nicht... Also, irgendwie... Also, ich war sehr falsch, oder? Wie habe ich das vorhin überhaupt geschafft? Vorhin kam ich so viel leichter durch und jetzt habe ich so viel mehr Probleme, da durchzufliegen, ja? Okay, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Nimm den Schlüssel mit. Nein, nein, nein! Maxwell, du bist zu fett. Es tut mir leid, aber du bist einfach zu fett, Mann. Ich meine... Okay, passt auf. Letzter Versuch. Ansonsten schreib mir in den Kommentaren eine alternative Lösung. Ja? Schreib mir einen alternativen Lösungsweg. Und du machst es schon richtig, Fuli. Vorsicht über ihn hinwegschleichen. Ja. Okay. Das ist so ne... Das ist so ne... Seht ihr das? Das ist so ne knappe Lücke auch dort. Oh, gut. Gut. Ja, nee. Ich will sehen auch, was die Tipps sagen. Bestimmt irgendwas Dummes. Ja, was kannst du machen? Der Drache war, wenn du einen Schatz... Ach, was? Umgeh den Schatz, in den du ihm fliegst. Ach, was? Ich mach's ja sogar richtig. Nein. Wirklich. Wirklich. Das ist sogar der gedachte Plan. Es ist nur super, super hakelig, sag ich ja. Es ist so knapp, wie man hier rumkommt. Diese Lampen machen es halt schlimm. Oh Gott. Und nein, wie gesagt, mit Tasten ist es nicht angenehmer. Ich sehe nämlich dann viel weniger, was vor mir ist. Okay. Das habe ich irgendwie geschafft. Okay. Und dann jetzt hier noch runter. Oh mein Gott, ich hab's. Boah, ist das nervtötend. Aber Leute, wir haben Welt 8 geschafft. Das war ziemlich stark. Ihr habt ziemlich stark Welt 8 hingekriegt. Das war ziemlich nice. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Guys. Und dann morgen... Ja, es war wirklich vollständig. Eine Bombe! Morgen haben wir dann Welt 9. Das sind viele Level. Mal schauen, wie viel ich da schaffe. Dann haben wir Welt 10 und dann haben wir noch S1 und S2. Schauen wir, wie das wird. Danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschö, tschö. Gute Nacht. Bye, bye.